heißem Märzen Zeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schöner, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem. Die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alle. Ja, Mahlzeit zusammen. Zeit nochmal für ein Einsteigervideo in Richtung Akkutechnik. Weil da ist noch ein Thema, was ausgespart wurde. Auch absichtlich, das habe ich nicht vergessen. Aber das gehört auf jeden Fall auch noch erwähnt und das passt einfach besser in ein eigenes Video. Bisher, wenn wir von Akkuträgern gesprochen haben, habe ich ja meistens hier solche Geräte gezeigt. Ja, wir haben jetzt einfach einen Akku in einem wie auch immer gearteten Gehäuse, das den Anschluss an einen Verdampfer erlaubt. Nun ist das aber vielleicht die meist verbreitetste Variante, aber nicht die einzigste Variante, die es gibt, sondern es gibt halt auch Akkuträger, da kommen mehrere Akkus rein. Ja, wir haben unser Thema heute, mehrere Akkus in einem Dampfgerät. Viele von euch werden das kennen, dass gewisse elektronische Geräte, ich sag mal Musikwiedergabegeräte, mobiler Form, ja, wie sie auch immer jetzt genau gestaltet sein mögen, mehrere Batterien hineinbekommen. Ja, wir haben ein Akkufach ja, oder ein Batteriefach und da stecken wir mehrere Batterien rein, um diese unterwegs zu betreiben. Ja. Und warum sollte das auch nicht mit den Dampfen gehen? Ja, ich nehme also irgendeine Dampfe, wie zum Beispiel diese hier. Ja. Das ist der Congestus. Einer meiner ja, Highlights meiner Sammlung, auf jeden Fall was der Preis angeht, für den habe ich damals 260 Euro oder so bezahlt, weil halt komplette Handfertigung und sowas wieder ist das Highlight meiner Sammlung so ungefähr. Den Highlight habe ich jetzt extra auch mal hier zum Videodrehen mitgebracht, um euch da etwas zu zeigen. Ja, das hier wäre halt ein Beispiel für einen klassischen stabförmigen Akkuträger für mehrere Akkus darin. Ich habe euch aber auch mitgebracht, weil es das genauso häufig jetzt gibt, eine Box für mehrere Akkus, das ist die Wismec-Royeu. Ja, da ist Platz für drei 18650er Akkus drin. Ich habe hier auch nochmal mitgebracht das Innenleben einer Box. Ja, die Box selber ist längst hinüber. Auch diese ist für mehrere Akkus ausgelegt. Ihr habt also hier die Akkufächer und da könnt ihr zwei Akkus reintun. Also, ja, was soll ich aufhalten? Ich schnappe mir jetzt hier einfach meinen Congestus, schraube den auf, schnappe mir hier so zwei Akkus, ja, die passen von der Form her und schmeiße die rein. Halt, stopp! Ja, ist ja gut. Es ist leider nicht ganz so einfach. Ja, weil, ich hatte ja schon ein paar Mal angesprochen, es gibt bei diesen Akkus, die wir haben, das Problem, dass sie halt sehr viel Energie enthalten und dementsprechend etwas vorsichtig oder etwas sorgfältig, tut besser so aus, vorsichtig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir müssen mit Sorgfalt sie handhaben. Ja, und das gilt noch einmal mehr, wenn wir diese Akkus in Verbund benutzen. Ja? Weil dann gibt es Abhängigkeiten zwischen diesen Zellen, die man beachten muss. Und darum dreht sich jetzt eigentlich dieses Video. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen und auch am besten direkt beantworten können, ist, wie werden diese Akkus eingesetzt, ja? Mit zueinander angeordnet? Ich habe jetzt hier einfach mal diese beiden Akkus. Hier kann man wunderbar erkennen, wo Plus und Minus ist. Ja, Plus ist der dicke gelbe Streifen, der Rest hier runter, da ist der Minuspol. Jetzt gibt es die
typische Taschenlampenanordnung. Das bedeutet so, ja, wir haben Plus an Minus und die Akkus liegen so hintereinander. Das bezeichnet man auch verbreitet als sogenanntes Stacking. Ja. Stacking ist das englische Wort für Stapeln. Ja, wir stapeln die Akkus sozusagen aufeinander. Ja. Sehr also so aus. Ja. So als Stapel verwenden wir sie übereinander. Das kann man auch wunderbar aufzeichnen und das mache ich jetzt auch. Das Zeichen für eine Batterie in so einem Schaltdiagramm sieht so aus. Wir haben einen großen Strich, der neben einem kleinen Strich steht. Ja. Und davon haben wir zwei hintereinander. Ja. Das hier ist sozusagen eine Batterie. Ja. So. Wir haben hier gesagt einmal Plus auf Minus und hier den freien Pluspol und so. Ja, und ein Verdampfer, ganz einfach dargestellt, sähe das so aus, dass wir hier dann eine Heizwendel haben. So. Das ist das Stacking. Der richtige Ausdruck wäre allerdings die sogenannte Reihenschaltung. Wird viel seltener verwendet, deswegen könnt ihr euch auch gerne das Wort Stacking merken. Das findet ihr auch meistens so in Infoportalen, sei es Foren oder Facebook-Gruppen, sei es beim Händler, ja, da steht meistens Stacking-Betrieb oder sonst irgendwas. Das meint aber eigentlich, ja, den richtigen Ausdruck, Reihenschaltung. Ja. Wir haben diese hintereinander in Reihe geschaltet. Dagegenüber gibt es halt die andere Möglichkeit, die wir sie anordnen können, und das ist nebeneinander. Ja, die stehen so nebeneinander. Wir haben Plus und Minus jeweils auf der gleichen Seite. Ja, das ist die andere Möglichkeit. Die hat keinen so ja, schönen amerikanisch-englischen Namen, der mir jetzt geläufig wäre. Ja, der hat eigentlich nur im verbreiteten Sprachgebrauch zumindest den ja, normalen elektrotechnischen Begriff und das ist die sogenannte Parallelschaltung. Sehe dann halt auch mal aufgezeichnet so aus, dass wir die beiden Batterien sozusagen nebeneinander haben und dann über den Anschluss wird das Ganze so verbunden, so rüber, rüber und hier müssen wir natürlich auch beide Seiten dann verbinden, damit unser Stromkreis geschlossen ist. Das ist so eine ja, ganz simple Parallelschaltung. Warum müssen wir uns das überhaupt fragen? Weil beide Anwendungen ja, haben spezifische Anforderungen an die Akkus, die wir da verwenden. Es gibt auch Anforderungen, die beide gleich haben, aber die sind schon unterschiedlich teilweise. Das müssen wir mal ja, miteinander ein bisschen gegenüberstellen. Ich wische mal so ein bisschen die Zeichnungen weg, weil ich Platz brauche. Ich male die aber noch mal ein bisschen so hin, dass ich diesen Platz habe, damit ich euch erstmal so ein paar Grundlagen über die Akkuwerte, ja, die Zahlenwerte, die dahinter stehen und was das bedeutet, erklären kann, damit wir uns dann darüber unterhalten können, was an diese Werte gefordert ist. Denn sonst macht das Ganze wenig Sinn. Da würde ich euch nur irgendwelche Zahlen um die Ohren schleudern und ihr wüsstet nicht, was gemeint ist. So.
Ich habe jetzt mal ein bisschen Platz gemacht. Ich hoffe, das geht so. Ich hatte in den vorherigen Videos schon so ein bisschen erklärt, was so an Zahlenwerten bei solchen Akkus angegeben ist. Ja, wir haben hier zum Beispiel die Angabe 3,7 Volt. Dann haben wir, ich schreibe das mal genauso hier hin. Dann haben wir die Angabe 4200 mAh. Und 40 Ampere. Ist jetzt das, was hier auf diesem Akku angegeben ist. Ich könnte mal jetzt kurz hier auf diesen hier einen Blick werfen. Der sagt auch 3,7 Volt, der sagt auch 2000 mAh. Aber der sagt nur 30 Ampere. Ja. Und da kommt dann auch schon die Krux, weshalb wir diese beiden Akkus hier nicht miteinander verwenden können. Wie und warum, da komme ich jetzt zu. Erstmal, was bedeuten die Zahlen? 3,7 Volt ist die Nennspannung, die dieser Akku hat. Sprich, da liegt der mittlere Arbeitsbereich sozusagen des Akkus. Ja, wenn ich ihn so benutze, vollgeladen ist der so bei 4,2 Ampere und ja, seinen eigentlichen Betriebsmittelpunkt so ungefähr liegt dann bei 3,7 Volt und abschaltet er sich bei etwa 3 bis 3,2 Volt Eigenspannung. Ja, dann ist der leer. Das hier, die 4200 mAh, beschreibt die Menge an Strom, die der Akku speichern kann. Ja, je größer diese Zahl, desto mehr Strom kann er speichern. Ja, und jetzt haben wir hier noch die 40 Ampere, die beschreiben, wie viel Strom ich diesem Akku entnehmen kann, ohne dass der Akku Schaden erleidet. Beziehungsweise, wenn ich das hier überschreite, je massiver, desto eher kann es halt tatsächlich zu einer Zerstörung des Akkus kommen mit Ausgasen. Ich hatte das ja in den anderen Videos schon besprochen. Ja, das sind die drei wichtigen Punkte, die auf dem Akku angegeben ist oder angegeben sind. Ja, die sollten auch immer angegeben sein, damit es da keine Probleme gibt. Ja, diese drei Angaben solltet ihr immer unbedingt auf euren Akkus finden. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir jeweils diese beiden Versuche, diese beiden Schaltungen aus den gleichen Akku oder mit den gleichen Akkus betreiben. Hier haben wir jetzt noch die Heizwende. Die hat einen elektrischen Widerstand, wird mit dem Kürzel R bezeichnet und in Ohm gemessen. So, ich hatte ja auch schon in den vorherigen Videos erzählt, dass der Akku zu diesem Ohmwert passen muss, damit das vernünftig funktioniert, vernünftig und sicher. Bei solchen geregelten Akkuträgern, wie es die Rieu ist, ist das meistens kein Problem. Ja, weil wenn wir nicht gerade den absoluten Oberkracher an Heizwendel zusammenrühren, die also entweder viel zu hochohmig ist oder viel zu niederohmig, dass die
Sicherheitselektronik in diesem Gerät greift und sagt, hör mal, das funktioniert mit mir nicht, mach mal neu. Wenn wir aber einen rein mechanischen Akkuträger wie den Congestus hier nehmen, ja, der überhaupt keine Sicherheitsregelungs- oder sonst irgendwie Elektronik verbaut hat, dann müssen wir das Denken, was uns hier die Sicherheitstechnik abnimmt, selber machen. Und wir müssen vorausdenken und tatsächlich auch etwas rechnen. Und das will ich ja jetzt mal mit euch machen. Wir fangen an mit dem Stacking, sprich Rein- oder Sehenschaltung. Deswegen mache ich jetzt mal für den Moment die Parallelschaltung hier weg, damit ich da etwas Platz habe. So, jetzt ist ja erstmal die Frage, wenn ich hier diese beiden Akkus so zusammenlege, was passiert da überhaupt elektrisch? Ja, was ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass ich die Akkus so hintereinander lege? Weil das muss ja irgendwas ergeben, sonst würde man es ja nicht machen. Ja, wenn sich da nichts ändern würde, dann ja, habe ich den Akkuträger schwerer gemacht. Ja, also wir müssen uns erstmal nach dem Sinn fragen. Der Sinn von der ganzen Geschichte ist, dass sich bei dieser Reihenschaltung die Voltzahl, sprich die Spannung, addiert. Bedeutet halt, jede dieser Zellen hier liefert ihre Nennspannung von 3,7 Volt. 3,7 Volt plus 3,7 Volt. Damit erhalten wir 7,4 Volt. Das ist der ganze Sinn dahinter, dass wir eine höhere Spannung erhalten. Ja, dementsprechend kann man, wenn man jetzt hier an mehreren Stellen messen würde, wie viel Volt anliegen. Ja, wir haben hier bei den Akkus jeweils 3,7 Volt. Und wenn wir jetzt hier die Spannung messen würden, die hier auf der Heizwendel anliegt, dann hätten wir hier die 7,4 Volt Spannung plötzlich. Die anderen Zahlen verändern sich nicht. Also wir haben ja eigentlich nur die Zahl hier noch, die Ampere, sprich die Stromstärke. Ja, die addiert sich nicht, die bleibt gleich. Was bringt uns jetzt diese Entwicklung, diese Erhöhung der Volt, sprich der Spannung, an der Heizwendel? Das hat einen Einfluss auf die Leistung, die diese Wendel liefern kann. Und zwar berechnet sich die Leistung P aus der Multiplikation von Spannung U mal der Stromstärke I. Ja, das ist die Leistung. Wenn man das jetzt einträgt, wären hier die Zahlen. Wir haben hier die 7,4 Volt. Mal die 40 Ampere. Knapp 300 Watt, 296 Watt. Ja, das ist das Maximum, was wir aus dieser Konstellation jetzt herausbekommen.
wenn wir jetzt nur einen Akku hätten, halbiert sich natürlich die Voltzahl. Die Ampere bleiben gleich bei 40 Ampere. Und wir erhalten 148 Watt. Ja. Wir sehen also, wir können mit diesem einen Akku schon eine ganze Menge an Leistung produzieren. Aber dadurch, dass wir zwei Akkus jetzt haben, können wir plötzlich das Doppelte an Leistung fahren. Ja. Das ist der Unterschied oder der Grund, weshalb man diese Akkus übereinander stapelt. Ja. 40 Ampere ist natürlich schon äußerst, äußerst hochwertige Akkus. Ja? Und die können sehr viel Strom liefern. Wenn ihr zum Beispiel mal einen Akku jetzt hättet, der eher nicht so lastfähig ist, sagen wir mal 15 Ampere. Und der liefert 3,6 Volt. Als Nennspannung, dann hätten wir in Anführungszeichen nur 54 Watt. Es ist halt so, dass man diese Akkus einfach braucht, um gewisse Leistungen auch fahren zu können. Ja. Deswegen hat man halt für große Leistungen mehrere Zellen hintereinander. Hat man mehrere Zellen im Gebrauch, ja, um überhaupt aus diesen Akkus noch mehr Energie herauszunehmen zu können. Das schafft ein einzelner Akku einfach nicht mehr. Dafür braucht es halt einen Verbund von mehreren Akkus. Jetzt wäre nur noch die Frage zu klären. Wir müssen ja gucken, dass unsere Heizwelle dazu passt. Ja. Ihr erinnert euch aus den Videos von eurem Mac, erinnert euch aus den Videos, die ich vorher gedreht habe, dass ihr mit dieser Heizwelle nicht unter einen bestimmten Mindestwert an Widerstand dürft. Ja, wenn die nämlich zu geringen Widerstand hat, kann zu viel Strom über den Stromkreis fließen, ja, und beschädigt unsere Akkus und im schlimmsten Fall, wie gesagt, gasen sie aus, was wir nicht wollen. Also müssen wir mal kurz berechnen, wie tief maximal diese Wendel in ihren Ohmzahlen sein darf. Je höher natürlich der Ohmwert, desto höher ist der Widerstand. Ist dann erstmal sicher, allerdings fällt mit steigendem Widerstand die Leistung natürlich ab. Ja, das ist halt immer so ein Spiel, wie viel Leistung kann ich dem Ganzen sicher entziehen, wie viel Reserve bietet der Akku in seiner Stromfestigkeit. Das ist eine Sache, die muss man sich halt vorher überlegen, bevor man Verdampfer und Batterie zusammenbringt. Ja, es bringt nichts, wenn ich anfange zu dampfen, merke, oh, das Ding wird aber heiß, und dann denke, achte mal, 0, so und so viel Ohm plus 3 Akkus, das passt doch eigentlich gerade nicht, oder? Ja, dann ist es natürlich zu spät, wenn der Akkuträger dann schon anfängt, einem die Hand zu verbrennen, weil halt die Akkus heiß werden. Ja, deswegen ist es halt immer schlau, die Geschichte vorher zu machen. Ist aber auch relativ einfach und mit einem Taschenrechner schnell gelöst. Wir benutzen das Ohmsche Gesetz mit der Formel R ist gleich U durch I. Ja, das sind immer wieder die gleichen Größen, die wir uns von hier aus ziehen können, ja, die wir hier einfügen, um dann das andere hier aufzuklären. Kein Eis, kein Hexenwerk. Würde hier sich ergeben, ich muss mal kurz den Stift wechseln, Entschuldigung. So, mit frischem Stift nochmal alles nachgezogen. Also ich glaube, ich könnte irgendwann mal Whiteboard-Marker-Reviews machen. Das wäre noch ein Themenfeld, glaube ich, den Verbrauch, den ich von den Dingern habe. Aber gut, wir setzen unsere Zahlen ein. U ist die Spannung. Da nehmen wir auch hier wieder die Gesamtspannung, die an der Wendel anliegt. 7,4 Volt. Und teilen das Ganze durch die Stromstärke. 40 Ampere.
Und da kommt raus 0,185 Ohm. Ja? Das ist die minimale Widerstand, den minimalen Widerstand, den unsere Heizwendel haben darf. Wenn wir da drunter gehen, besteht Gefahr für die Akkus. Ja, und je tiefer wir darunter gehen, desto höher wird halt die Gefahr der Akkus. Das müssen wir uns klar machen. Ich würde in diesem Fall, wenn ich ja, diese Werte hier vor mir hätte, ja, das muss man ja für einen Akkutypen einmal berechnen. Ja, ich berechne einmal, dass ich diese beiden Akkus hier verwende, ja, zack, und sage dann, alles klar, ich darf nicht unter diesen Wert hier gehen. Das muss ich ja auch noch einmal ausrechnen. Fertig. Wenn ich das dann habe, dann würde ich persönlich, wenn ich jetzt das hier wickeln würde, alles vermeiden, was unter 0,2 Ohm ist. Ja? Das wäre mir nicht so recht. Ja? Einfach weil man, klar, man kann die Grenzen ausloten, aber 0,2 Ohm wäre mir in dem Fall nahe genug dran. Dieses Sicherheitspolster, was hier diese 0,015 Ohm mir bietet, würde ich gerne mitnehmen. Ich würde sogar eher noch höher gehen. Ja, also wenn das jetzt bei 0,25 Ohm läge, würde ich mich auch nicht beschweren. Ja, also immer so ein bisschen Polster nach unten lassen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen kann es natürlich sein, dadurch, dass sich zum Beispiel diese Wendel hier durch die Erwärmung immer wieder ausdehnt, zusammenzieht, dass die sich etwas verformt. Der Abstand zwischen den einzelnen Wendelwindungen wird mal größer, mal geringer. Und wenn das gerade diese nah aneinander liegenden Wendelwindungen sind, kann sich ja dieser Widerstand so ein bisschen ändern. Ja? Und wenn ich natürlich genau auf der Grenze liege, kann dieses bisschen, das ich vielleicht auch gar nicht merke, weil ich habe ja hier drin keine Anzeige. Ja? Ich benutze das einfach, dampfe das und ja, das verändert sich so ein bisschen und schon gehen mir diese Akkus stückchenweise kaputt. Thema stückchenweise kaputt. Diese Akkus altern ja auch. Ja? Das ist ja der, wie soll ich sagen, Optimalzustand, ja, den die hier erreicht haben, gerade auch was die Kapazität angeht und so weiter. Auch das dauerhaft auszureizen, kann man sich drüber streiten, aber ich werde es auf jeden Fall nicht versuchen. Ja. Ich bleibe ein bisschen weg von der Grenze hier. Was müssen wir aber generell zu diesen Akkus noch wissen? Weil es passt auch nicht einfach jeder Akku nebeneinander. Ja, wie gesagt, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich stopfe jetzt hier diese beiden zusammen, ja, und gehe davon aus, dass ich das absolut sicher betreiben kann. Das geht eigentlich nur wirklich sicher, wenn man weiß, wie diese Akkus zusammengestellt sein müssen. Und darüber müssen wir uns halt jetzt auch unterhalten. Da gibt es ja gewisse Regeln. Es gab so zu meinen Forenzeiten, als ich mich so mit das erste mit so Stacking beschäftigt habe, so eine goldene Regel, die es da gab. Das hatte auch Philbert in einem Video mal erklärt, dass man nur verheiratete Akkus verwendet. Was bedeutet das verheiratet und warum? Verheiratet bedeutet in dem Sinne, dass ich zu einem Händler gehe und sage, pass auf, gib mir zweimal die gleichen Akkus. Ja, also nicht einen von denen und einen von denen, sondern ja, zweimal die gleichen. Ja, gleicher Typ, gleicher Hersteller,
Alles klar, das will ich. Dann gehe ich hin und markiere mir diese. Zum Beispiel schreibe ich mir jetzt auf den einen Akku A1 und auf den anderen A2. Das sehe dann in etwa so aus. Ja. Und weiß dann, wenn ich diese Akkus irgendwo habe, dass diese beiden Akkus zusammengehören. Wenn ich jetzt davon noch ein Pärchen habe, dann gehe ich zu diesem Pärchen hin, schreibe darauf B1 und B2. Ja, dann weiß ich, die Akkus gehören zusammen. Wundert euch nicht, warum ich jetzt auf beide Akkus das draufgeschrieben habe. Das sind verrentnete Akkus, also die benutze ich nicht mehr. Die sind eigentlich für den Schrott, aber sie eignen sich gerade wunderbar für dieses Video, deswegen. Ja, aber so markiere ich mir, welche Akkus zusammengehören. Theoretisch wäre es auch möglich, noch mehr Akkus dahinter zu stecken. Ja, also sozusagen einen dritten Akku, mehr Leistung, da würde ich natürlich das Ganze von A1 bis A3 durchnummerieren. Ja, das meint dieses verheiratet. Aber es bedeutet halt noch etwas. Diese verheirateten Akkus werden nicht mehr getrennt. Ja? Die benutze ich immer zusammen. Ja? Ich benutze sie immer zusammen in einem Dampfgerät. Das Dampfgerät darf gerne wechseln. Ja? Aber die Akkus da drin werden immer gleich eingesetzt. Ja? Ich gehe nicht plötzlich hin und sage, ach, ich habe hier meine Einzelakkudampfe, da brauche ich gerade einen Akku, nehme ich mal den A1er weg, benutze den in meiner Einzelakkudampfe, wenn ich dann fertig bin, tue ich die wieder zusammen. Das meint dieses verheiratet. Ja? Die werden nur noch zusammen verwendet und auch zusammen aufgeladen. Das meint das verheiratet. Warum soll man das machen? Dieses verheiratet ist so ein bisschen, sagen wir mal, man hat diese Regel größer gespannt, als es eigentlich sein muss, um es den Leuten einfach zu machen. Ja, wenn ich die gleichen Akkus überall kaufe, wenn ich die gleich behandle, nie trenne, dann bin ich relativ safe, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss. Ja, ich habe einmal die A1, A2, benutze die immer zusammen, fertig. Und das ist halt so gedacht, dass es für jeden wirklich praktisch anwendbar ist. Ich möchte aber euch ein bisschen mal hinter diese Verallgemeinerung gucken lassen. Wenn das nicht interessiert, kann ich ja gerne ein bisschen vorspulen. Eigentlich steckt dahinter, dass die Akkus vollgeladen die gleiche Spannung haben sollen. Gleiche Spannung heißt in dem Fall, dass diese Akkus hier ja eine Vollspannung sozusagen, also eine Spannung bei vollem Ladezustand laut Hersteller von 4,2 Volt haben soll. Jetzt ist es aber so, das ist eine grobe Verallgemeinerung. Manche Akkus erreichen auch 4,2 Volt. Ja? Die schalten einfach, können einfach noch ein bisschen mehr Spannung aufbauen. Passt schon. Andere nicht so viel, die schalten dann schon bei 4,13 ab. Ja? Besonders wenn diese Akkus halt alt sind. Ja, je älter sie werden, desto mehr bricht hier nachher das so ein bisschen ein. Die gleiche Spannung soll sie haben bis zu einem Wert von 0,1 Volt Unterschied. Ja, also plus minus. Bedeutet, zu diesem Akku kann ich einen Akku packen, der entweder, schauen wir mal so hin, 4,23 Volt hat oder 4,2
0,03 Volt. Ja? Und natürlich alles dazwischen. Das sind die Grenzen sozusagen, wo ich diesen Akku mit anderen zusammenbringen kann. Das entspricht dann zum Beispiel auch hier, ne, 4,1 bis 4,3, wobei das wird kaum ein Akku je erreichen, glaube ich nicht, dass man das mit einem vernünftigen Ladegerät so überladen kann. Seht das Ganze hier mal bitte theoretisch. Ja. Aber ja, nur um die Grenzen aufzuzeigen. Wenn diese Akkus so nah aneinander liegen mit ihrer Vollspannung, dann können wir sie ohne Probleme im Stacking verwenden. Dann ist das Entladeverhalten wichtig. Gleiches Entladeverhalten. Was heißt das? Lithium-Ionen-Akkus werden unterschiedlich gebaut. Und das gibt auch unterschiedliche Eigenschaften, wie sie ihren Strom abgeben. Bei manchen sieht das Ganze, wenn man das jetzt mal aufmalt, Volt und Zeit, so aus, dass die recht schnell einbrechen, sich dann ein ganzes Stück halten und dann geht es runter. Andere fallen nicht so schnell ab, sondern sind eher oben konstant, ja, um dann plötzlich so abzureißen. Also jetzt alles ein bisschen überdramatisiert, aber es zeigt sozusagen einfach, wie die Unterschiede so überdramatisiert aussehen. Und dieser Abstand hier zwischen diesen Entladekurven, ja, an diesen Punkten, der sollte möglichst gering sein. Und zwar möglichst so in einem Unterschied von maximal 0,2 Volt. Ja. Je kleiner natürlich, desto besser. Ja, je gleicher sich diese Akkus sind, umso besser harmonieren sie miteinander. Natürlich sollten sie gleicher Typ sein. Was ist mein gleicher Typ? Es gibt in diesen Lithium-Ionen-Akkus immer wieder so leichte Unterschiede in der Chemie. Ja, zum Beispiel hier, das ist ein INR-Akku und das hier ist, steht hier glaube ich gar nicht drauf, hier steht nur einfach ein Lithium-Ionen-Akku drauf. Ja. Das könnte also durchaus bedeuten, dass wir hier unterschiedliche Chemie drin haben und unterschiedliche Bauweisen im Inneren. Das sollte man natürlich auch vermeiden. Ja. Das wird mit verschiedenen Kürzeln abgekürzt. Hat der Phil schon Videos gemacht, verlinke ich euch in den Infocards, wenn euch das interessiert. Ja. Aber da sollte halt auch der gleiche Typ eingesetzt werden. Und halt auf jeden Fall ist es wichtig, wenn wir all diese Gleichheiten hier erreicht haben, dass wir diese Gleichheit bewahren. Und wie bewahren wir die? Indem wir die Akkus genau gleich behandeln. Ja? Wir benutzen sie zusammen, also sprich entladen sie im Akkuträger zusammen und wir laden sie auch gemeinsam auf. Ja? Das ist dieses Gleichheit bewahren. Jetzt müssen wir mal kurz fragen, wie stelle ich denn fest, dass der Akku vollgeladen die gleiche Spannung hat wie sein Kollege. Also entweder ihr habt ein Akkuladegerät, das euch die Spannung des Akkus anzeigt. Habe ich zum Beispiel zu Hause bei mir am Computer stehen, ja, der zeigt genau die Voltzahlen an. Wenn ihr das nicht habt, wie zum Beispiel das Ladegerät, das ich euch in dem anderen Video gezeigt habe, das euch sozusagen nur blinkend per LED anzeigt, ob der Akku geladen wird oder schon voll ist, dann müsst ihr messen.
Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr einen Akkuträger habt, der die Restspannung des Akkus anzeigt, dann könnt ihr es direkt da ablesen. Habe ich jetzt nicht dabei, also muss ich den komplizierten Weg nehmen. Wobei der auch nicht so ganz kompliziert ist und ich nehme einen Multimeter. So, da messen wir dann Volt Gleichstrom. Ja, weil diese Akkus geben ja immer Gleichstrom aus. So, dann halte ich eine Messspitze unten einen Akku und eine oben drauf. Und er misst mir 4,144 Volt. Da wir wissen müssen, wie weit das hier auseinander geht, kann ich mir die letzte 4 mal sparen. So, dann schreibe ich das. Was dann, sagen wir mal, Avatar 1. 4,144 Volt. So. Zweiter Avatar, auch wieder 4,162. So, man sieht, die beiden liegen wunderbar nah aneinander. Erst hier hinten in der zweiten Nachkommastelle tut sich irgendwas. Die passen also wunderbar zusammen. Schauen wir mal mit diesen iJoy-Akkus, was wir da jetzt gerade messen. 4,18 und beim zweiten 3,998. Ja, und hier sieht man deutlich, die beiden sind weiter auseinander und könnten so nicht miteinander gepaart werden, ja, um halt diese gleiche Vollspannung aufrechtzuerhalten. Wie stelle ich jetzt fest, dass das Entladeverhalten gleich ist? Nun, das macht man so. Man packt die Akkus, nachdem wir sie vollgeladen hatten, in einen Verdampfer hier, oder einen Akkuträger, und dampft sie leer. Wenn dann irgendwann die Akkus leer sind, misst man wieder und stellt dann fest, inwieweit diese Spannung auseinandergegangen ist. Ja, ich dampfe das Ganze leer und wenn die dann nur um so 0,2 Volt auseinander liegen, kann ich auch diese Akkus dauerhaft im Stacking weiter betreiben. Sollte ich jetzt feststellen, dass die weiter auseinander liegen, würde ich sie danach halt einfach als Einzelakkus verwenden oder sowas in der Richtung, ja, aber nicht mehr im Stacking. Wenn die schon hier wunderbar zusammengepasst haben und auch hier wunderbar gepasst haben, dann sollte auch das Entladeverhalten so gut miteinander funktionieren, dass ich mir bei der einmaligen Verwendung keine großen Sorgen machen muss. Natürlich ist es besser, wenn ich das in einer Form vorher richtig professionell messe, aber das soll hier nicht Thema sein, wie man das macht und warum man das macht. Das bringt, sag ich mal, den Normalanwender nicht weiter, weil er hat ja auch keine Elektrotechnik Laborausstattung, ja, mit dem wir das überhaupt machen würden. Deswegen geht es jetzt nur um den reinen Gelegenheitsanwender, ja, der einfach nur dampfen möchte und nicht ein Studium in Elektrotechnik anstrebt oder sowas in der Richtung.
Genau das gleiche gilt, den Innenwiderstand von Akkus zu prüfen. In diesen Akkus sind ja zwei Halbzellen voneinander getrennt, ja, über einen gewissen Widerstand, und dieser Widerstand kann geprüft werden. Laut dem, was ich so im Netz aber gefunden habe, ist das A nicht ganz so einfach und B sind die Messergebnisse auch nicht so wirklich aussagekräftig immer. Ja, immer ein bisschen schwammig war, glaube ich, der Ausdruck, den ich da gefunden habe. Dementsprechend habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Ja, der Innenwiderstand sollte möglichst ähnlich sein, aber wenn wir schon die anderen Kriterien erfüllt haben, ist das nicht mehr ganz so dramatisch wichtig. Ja, war jedenfalls die Aussage, die ich dazu gefunden habe. So, jetzt war ja noch, das hatten wir besprochen, die Voltzahlen als wichtiges Kriterium. Ja. Wichtig, dass die zusammenpassen. Ja, wichtig. Und auch die Ampere sollen zusammenpassen. Ja, die Stromgeschichte. Was ist jetzt mit der Kapazität? Die Kapazität sollte natürlich auch, weil wir ja möglichst gleich Akkus verwenden, natürlich auch möglichst gleich sein. Das ist aber nicht ganz so wichtig wie bei den Ampere und Volt. Es hat nur folgende Bewandtnis eigentlich damit, warum es sinnvoller ist, da auch gleiche Kapazitäten zu haben. Stellen wir uns vor, wir haben hier jetzt mal drei solche Akkus hintereinander. So, die haben jetzt, sagen wir mal, 1000 mAh. Bezogen auf die beiden äußeren, aber der in der Mitte hat nur 800 mAh Kapazität. Aus welchem Grund auch immer. Ja? Produktionsfehler, haben wir einen älteren Akku mit zwei neueren gemischt, was man auch nicht tun sollte, aber aus welchem Grund auch immer. Ja? Oder wir haben tatsächlich unterschiedliche Akkus von unterschiedlichen Marken genommen, die sonst mit allem zusammenpassen, nur halt an dieser Stelle nicht. Was passiert nun, wenn wir das Ganze benutzen? Erstmal gar nichts. Ja, wir schicken hier den Strom durch und sozusagen wie beim Tank so ungefähr, wenn wir jetzt hier diese Tankanzeige hätten, so, ja, da ist voll, da ist leer. Voll, leer. Dann würde das höchstens vielleicht so aussehen, dass der schon hier voll ist und an der gleichen Stelle leer. Ja? Also der enthält einfach weniger Strom. So, und jetzt tickert beim Dampfen aus allen Akkus der Strom und die Ladung nimmt immer weiter ab. Jetzt kommt es natürlich, wie es kommen muss. Irgendwann ist der hier leer und liefert nichts mehr. Damit ist diese Kette unterbrochen, ja, und das ganze Batterie-Akku-Paket liefert keinen Strom mehr, obwohl hier noch Restladung vorhanden ist. Ja. Deswegen ist es da halt sinnvoll, mit gleichen Kapazitäten zu arbeiten. Das ist die Serienschaltung. Und halt das, worauf man verstärkt achten sollte. Also generell gilt halt einfach möglichst gleich funktionierende Zellen einzusetzen. Das, sobald ich anfange, wild Akkus durcheinander zu mischen, muss ich halt immer mehr nachdenken. Ja, ich muss immer mehr Werte kontrollieren. Ich muss immer mehr auf immer mehr Sachen achten. Am besten ist es tatsächlich einfach zu sagen, gut, ich nehme zweimal die gleichen, ja, und guck dann mal, das wird wahrscheinlich passen. Ein Argument, was ich dagegen gehört habe, ist, ja, das ist aber so, wir haben Fertigungstoleranzen, ja, also sprich, selbst wenn die vom gleichen Band laufen, in der gleichen Fabrik, gibt es da leichte Unterschiede, die wir halt in den Zahlen merken. Und vor allen Dingen
kaufen wir die Akkus nicht direkt am Band, sondern die laufen durch viele, viele Händler, Hände. Die Fabrik verkauft ihre Akkus zunächst einmal an einen internationalen Großhändler. Der internationale Großhändler verkauft an nationale Großhändler. Und dieser nationale Großhändler verkauft wieder an den Kleinhändler, sprich den Dampferladen, der die dann euch sozusagen übergibt. Und eventuell hat auch noch dieser kleine Händler noch so einen Restbestand an Akkus, wo er dann noch neue nachkauft. Die werden ein bisschen schneller geliefert, als der Restbestand aufgebraucht ist. Wir haben also unterschiedliche Chargen und damit einfach unterschiedliche Akkus. Ja, weil die Charge von dem einen Akku ist ein bisschen älter als die von dem zweiten Akku. Und schon sind diese Akkus halt nicht mehr wirklich identisch. Frage ist halt, wie sehr uns das auffällt. Ja, also wir haben gesehen hier bei der Messung, dass die beiden Akkus nah genug aneinander liegen, kann man also verwenden. Ich habe die übrigens auch im Leerzustand nochmal gemessen vorher. Die passen da auch, die sind da 0,08 Volt auseinander. Ja, ich habe das jetzt nur vorher mal gemessen, damit wir hier in dem Video auch ein bisschen vorankommen. Bis ich die Dinger leer gedampft habe, vergeht einiges an Zeit. So, jetzt kommen wir zum Thema Parallelschaltung. Zur Parallelschaltung muss ich Folgendes von weg sagen. Das ist die nicht so häufige Bauform von mehrzelligen Akkuträgern. Ja, die meisten sind tatsächlich Reihenschaltung. Aber jetzt hier mal an diesem Ding hier, diesem Innenleben hier mal gezeigt, das hier ist eigentlich für eine Reihenschaltung. Ja, also normalerweise sollte man die Akkus so einsetzen. Das ist auch überall so dargestellt. Ja, und damit haben wir wieder die Akkus hintereinander. Es wäre eigentlich natürlich kein Problem, so ein Ding so zu bauen, dass ich die so einlegen kann. Und schon haben wir eine Parallelschaltung. Die gibt es, aber es hat bisher noch keinen Akkuträger mit diesen Parallelschaltung gegeben, wo ich gesagt habe, hey, der ist so interessant gebaut, dass ich den auch aus anderen Gründen noch haben möchte. Warum interessieren mich auch noch andere Gründe? Ganz einfach, weil erstmal rein von dem, was am Ende rauskommt, ob ich die Dinge jetzt parallel oder in Reihe schalte, ist eigentlich völlig egal. Es geht nur immer um mehr Leistung. Aber gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Mal nochmal die Schaltung an sich auf. Ja, hier haben wir die beiden Batterien oder Akkus. Und hier unsere Heizwände und das Ganze einfach miteinander verknüppelt. Ja, gucken wir uns mal wieder an, wie das aussieht. Wir haben wieder natürlich unsere altbekannten Akkus, jeweils mit 40 Ampere. Was waren die anderen Werte? 3,7 Volt. Und 4200 mAh. Ja. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was passiert hier an der Wendel? Sprich, was passiert, wenn ich diese beiden Akkus nicht aufeinander stapel, sondern nebeneinander in einen Verbund stelle? Bei der Einschaltung, was wir so da haben, sich die Voltzahlen addiert. Hier addieren sich die Ampere-Werte. Ja, also hier haben wir 40 Ampere und da 40 Ampere. Hier haben wir dann plötzlich 80 Ampere. Ja, die beiden schließen sich zusammen und auch diese beiden Werte addieren sich. Wir können also aus diesem Verbund plötzlich 8400 mAh entnehmen.
Ja, die Ampere addieren sich. Sowohl von der Kapazität wie auch von der Belastbarkeit der ganzen Geschichte. Warum, erkläre ich gleich. Wenn wir das dann ausrechnen, ja, wir suchen wieder P, unsere elektrische Leistung. Dann haben wir plötzlich 2 × U/I. Das Ganze mit Zahlen versehen. Spannung haben wir jetzt immer noch 3,7 Volt. Ich auch mal nochmal hinschreiben. Ja, die addiert sich nicht. Mal 40 Ampere plus 40 Ampere. Und das Ganze ist dann 7 mal 80 Ampere. Und da kommen dann auch 296 Watt raus. Ja, das ist der entsprechende Punkt. Ja, wir haben auf eine andere Art und Weise einfach auch hier wieder die Leistung erhöht. Dementsprechend ist halt einfach die Frage erstmal so an sich. Ja, parallel oder Reihe, relativ glatte. Ja. Weil wir einfach die eine Zahl verdoppeln und die andere, dementsprechend kommt hier unten immer das gleiche bei rum. Ja. Allerdings funktioniert das Ganze ein bisschen anders und erfordert dann auch ein paar neue Beobachtungen in Bezug auf die Zellen. Sonst, wie gesagt, erst recht Widerstand, all die Berechnungen, die ich euch vorher gezeigt habe, da ändert sich an sich nichts dran. Aber wir müssen uns wieder überlegen, was wir mit unseren Zellen machen müssen. Auch hier gilt gleiche Typen. Ja, also nicht unterschiedliche Grundbautypen miteinander wechseln. Das nimmt kein gutes Ende. Auch sollten in dem Fall die Marken gleich sein. Ja, es empfiehlt sich hier auch, gewisse Marken zu bevorzugen. Ja, besonders so Sony, Samsung, das sind so Marken, die auch wirklich ihre eigenen Akkus im eigenen Werk herstellen. Andere Hersteller gehen schon mal gerne hin, kaufen die blanken Akkus auf und machen sozusagen ihre eigene Verpackung nur drum. Und die kaufen mal bei Werk A, mal bei Werk B und führen das alles zusammen. Ja, und verkaufen die dann als Klimbim-Akku. Ja. Das sollte man ein bisschen im Kopf haben. Ja, Sony, Samsung, Sony hat auch schon so ein paar Probleme mit Fälschern, die das versuchen. Aber es gibt so ein paar, LG ist auch noch so jemand, der seine eigenen Akkus auch immer herstellt. Das sind so Marken, da kommt man also sehr gut damit klar, dass da immer die gleichen Akkus drunter stecken und man nicht gleich verpackt unterschiedliche Akkus hat. Sehr wichtig eigentlich ist identische Kapazität. Ja, da war die Speicherkarte voll. Die 32 GB, die ich vorher in der anderen Kamera verwendet habe, die halten bei der neuen Qualitätseinstellung nicht ganz so lange. Muss ich mal irgendwas Größeres holen. Sollte einer von euch irgendwie zu Hause eine Micro-SD so 64 oder 128 GB rumfliegen haben, die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr mir ja mal eine E-Mail schreiben. Ich könnte mal eine gebrauchen. Ja, vielleicht können wir uns da ja irgendwie einigen, was ich euch da Gutes tun kann. Da muss ich keine neue besorgen. Aber jetzt versuche ich mal thematisch wieder so halbwegs sauber anzuknüpfen. Keine Ahnung, wie gut mir das gelingt.
Ich war jetzt erstmal damit beschäftigt, die Daten von der Kamera zu holen und sowas. Das dauerte alles ein wenig. Ich tue jetzt mein Bestes. Also wir waren bei dem Thema identische Kapazität. Ja, dass das hier so ein wichtiger Unterschied ist, ein wichtiger Punkt ist, der bei der Reihenschaltung, sprich beim Stacking, kein so wichtiger Punkt war. So, dann ist hier aber auch wieder wichtig, das gleiche behandeln. Das gleiche Entladeverhalten. Und sollte auch möglichst das gleiche Alter sein, soweit ihr das denn bestimmen könnt. Wie gesagt, ich habe das ja erklärt, in der ganzen Liefer- und Produktionskette kommen verschiedene Schafen durcheinander. Ja, das können wir halt nur grob beeinflussen, indem wir halt sehen, dass wir gleich gekaufte, also zum gleichen Zeitpunkt gekaufte Akkus möglichst verwenden. Ja, wenn das natürlich durcheinander gekommen ist, ist das so. Aber wie gesagt, am besten möglichst zeitlich zusammengekauft. Jetzt wird der Aufmerksame sehen, dass die gleiche Spannung, die wir hier angegeben haben, nicht unter den wichtigsten Punkten steht. Warum das nicht? Die Parallelschaltung von solchen Batterien hat einen Vorteil oder eine spezielle Eigenschaft. Und zwar, wenn diese Ladungen hier jetzt mal etwas auseinander liegen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel. Statt 3,7 haben wir hier nur 3,5 Volt als Mittelspannung. Ja, einfach weil die Batterie ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, vielleicht hat die hier irgendeine Macke abgekriegt. Wissen wir nicht. Ja. Aber hier in dieser Parallelschaltung kommt es zu einem Ladungsausgleich zwischen diesen Batterien, sprich diese Batterie, die hier etwas mehr Spannung enthält, schickt Spannung rüber. Ja, es fließt ein wenig Ausgleichsstrom zwischen den beiden Zellen hin und her, sodass sich das hier ausgleicht. Ja, also von 3,7 und 3,5 auf den beiden Seiten haben wir nachher sozusagen eine mittlere Spannung, die diese ganze Zelle betrifft, von 3,6 Volt. Bedeutet also, dass wenn die beiden unterschiedlich sind, teilt sich, da geht das sozusagen in so eine Art Mittelwert über. Bedeutet das jetzt, dass ich wild alle Zellen miteinander mischen kann, wenn, oder alle Voltzahlen miteinander mischen kann? Nein, tut es nicht. Weil dieser Effekt hier braucht natürlich Strom, der fließt. Wenn das hier um 0,1 Volt geht, ist das wirklich nicht dramatisch. Das kann durchaus gemacht werden, alles okay. Aber wenn wir jetzt mal ein ganz extremes Beispiel haben, wir nehmen 2,7 auf der einen Seite und 4,2 auf dieser Seite, hätten das jetzt mal sehr dramatisch gemischt, dann haben wir viel höhere Ströme, die hier drüber fließen. Und ihr wisst, wenn so Ströme fließen und vor allen Dingen sehr starke Ströme, dann belastet das wieder die Zellen, ja, bis es halt sogar vielleicht so viel zu viel wird. Ja. Also möglichst nah dran ist immer gut, aber es ist nicht so kriegsentscheidend wie beim Stacking. Ja, das ist das Wichtige. Ja, und das sind die Dinge, die es erstmal zu der Parallelschaltung zu sagen gibt. Das bedeutet aber auch, dass wir theoretisch diese beiden Zellen hier noch mit etwas Vorsicht vielleicht in einem parallelen Akkuträger verwenden können. Ja, die sind zwar von den Voltzahlen ein bisschen zu weit auseinander für eine serielle Nutzung, aber für parallel scheint das alles noch so weit zu passen. So.
eigentlich so ziemlich alles zusammen, was man so grob über die beiden Sachen erstmal sagen kann. Wie gesagt, parallel habe ich kein Gerät da, das ich euch vorführen könnte. Aber ich kann euch das einmal zumindest seriell vorführen. Und so mache ich jetzt hier den Aromamizer ab. Und das Schöne beim Congestus ist, dass das ein teleskopierbarer Akkuträger ist. Sprich, ich muss ihn nicht unbedingt mit zwei Akkus betreiben. Ich kann auch einzelne Akkus nehmen, ich kann kürzere Akkus nehmen, ich kann längere Akkus nehmen. Ja, das ist mir überlassen, indem ich ihn halt einfach über die Gewinde angleiche. So, ja, das ist jetzt halt die kurze Variante. Sie ging auch noch kürzer, aber das soll uns jetzt mal nicht interessieren. So, schrauben das Ganze drauf. Bevor ich jetzt anfange, das zu dampfen, wollen wir einmal kurz die Werte mit dem einzelnen Akku durchgehen, den wir da drin haben. Der Akku hat im Augenblick eine Spannung von 4,17 Volt. Und die Wicklung, das ist eine Dual-Coil-Wicklung in dem Fall, in dem Aromamizer hat einen Widerstandswert von 0,47 Ohm. So, das müssen wir dann durcheinander teilen. Und dabei kommt dann raus, dass wir in etwa eine Stromstärke, eine Strommenge von 8,9 Ampere erreichen. Ja, das ist erstmal die Berechnung. Der Akku ist bis 20 Ampere fest, also haben wir hier schon mal kein Problem. Wir wollen aber natürlich wissen, wie viel Watt wird das erzeugen. Dementsprechend 4,17 Volt mal 8,9 Ampere ergibt so in etwa 37 Watt. Das ist jetzt die Leistung, mit der ich diesen Verdampfer hier benutzen kann, wenn ich da diesen einen Akku reintue. Dampft nicht wirklich berauschend. Ja. Einfach zu wenig Leistung auf dem Gerät. Jetzt machen wir das mal mit zwei Akkus. Nehmen das hier raus. Hier unsere beiden zum Stacking geeigneten Akkus. So, das Ganze in die Verlängerungshülse und das Ganze komplett zugeschraubt und dann über das Teleskopgewinde entsprechend angepasst, dass das Ganze sauber schließt. Und schon haben wir einen Akkuträger für diese 26650er im Stacking-Betrieb. Dann schraube ich mal den Verdampfer auf, aber wir wollen uns angucken, wie sich jetzt die Wattzahlen verhalten. Wir gehen mal hin, sagen 4,1 Volt bei 2. Wir wollen es nicht übertreiben mit der Übergenauigkeit. Im Augenblick bei 8,2 Volt. Und ja, der Verdampferwiderstand bleibt ja der gleiche. So, daraus rechnen wir dann die Leistung. 8,2 Volt. Geteilt durch wieder die 0,47 Ohm. Die ändern sich ja nicht. Das ergibt so roundabout 17 Ampere. Ja. Akkus sind angegeben mit bis zu 30 Ampere, stromfest,
sind wir also auch hier immer noch auf der sicheren Seite. Gut, ist nur noch die Frage der Leistung. Wir nehmen die 8,2 Volt und multipliziere sie mit der 17 Ampere. Und das ergibt ein bisschen mehr als 140 Watt. Ja, 140 Watt dürfte das ja dann ein bisschen anders aussehen. Ja, sieht anders aus. Da macht er schon sehr viel mehr Spaß. Wird schnell trocken. Ja, der ist dann auf jeden Fall nichts mehr für das Dauerdampfen, sondern man lässt ihn besser immer mal ein bisschen nachziehen. Wahrscheinlich wird es dann noch ein bisschen besser funktionieren, wenn wir hier noch mehrere Coils hätten, dass sich das Ganze ein bisschen sauberer aufteilt von der Leistung her. Aber also man geht schon gut. Batterien werden nicht warm, das würde man sonst hier am Gehäuse sofort merken, das ist ja aus Edelstahl. Da merkt man sofort, wenn irgendwas warm wird dran. Ja, fühlt sich aber alles noch kalt an, obwohl so langsam meine Handwärme sich auf den Akkuträger überträgt. Ja. So kann man da wunderbar dampfen. Wir haben noch immer mögliche Leistungsreserven nach oben. Ja, wir haben grob die Hälfte der möglichen Stromentnahme ausgeschöpft. Da ist noch Luft nach oben, aber ich sag mal so, Dual-Coil würde ich jetzt nicht viel höher dampfen. Zum einen haut es ziemlich rein, ist auch 12er Liquid. Und er hält es nicht aus, wenn man ihn sehr häufig ineinander dampft. Das wäre mit dem Rückfluss oder dem Nachfluss vom Liquid ein bisschen anstrengend. Würde ich halt vielleicht einen anderen Verdampfer für nehmen. Ja, aber hier in dem Bereich läuft das sehr gut. Kann man sehr schön dampfen. Und wie gesagt, wir sind absolut auf der sicheren Seite. Ja, wer mehr will, muss halt noch andere Akkus einsetzen oder halt mehrere. Das ist halt alles möglich. Aber wollen wir mal kurz eine Sache betrachten. Warum überhaupt wir zwei verschiedene Wege haben, sozusagen diese Leistung zu erhöhen, wenn doch beide zum gleichen Ziel führen. Ja, wir schreiben hier nochmal hin das Stacking. Und hier das der Parallelbetrieb. Ja. Und vergleichen einfach nochmal die Leistungszahlen miteinander. Dazu will ich einfach mal einen theoretischen Akku mit euch mal konstruieren. Wir nehmen einen Akku, der hat eine maximale Entladungskapazität von 15 Ampere. Ja, ist also eher ein Wald- und Wiesen-Akku, kein besonders hochwertiger Akku. Nennspannung sei 3,6 Volt und er soll haben 1000 mAh. Beim Stacking, fangen wir damit an, würde sich also ergeben für die Leistung P 15 Ampere mal 3,6 Volt ergibt 54 Watt. So, im Stacking-Betrieb hätten wir dann 15 Ampere mal 7,2 Volt
Und das ergibt genau das Doppelte halt von 108 Watt. Das wird in die Rechnung. Bei der parallelen Verwendung des gleichen Akkus hätten wir halt, das können wir hier unten hier hinschreiben, 30 Ampere mal 3,6 Volt und das ergibt für uns auch 108 Watt. Ja, das macht hier keinen Unterschied. Ja, rechnerisch kommen wir bei beiden Varianten auf die gleiche Wattzahl. Wo liegen dann halt die Unterschiede bei der ganzen Geschichte? Der Unterschied ergibt sich, wenn man einfach mal den entsprechenden Widerstand, der sich hier aus der Rechnung ergibt, anschaut. Bei dem Stacking haben wir einen Wert nachher von 7,2 Volt geteilt durch die 15 Ampere. Und das erlaubt uns sicher einen Widerstand zu verwenden von bis zu 0,48 Ohm. Wie sieht das jetzt hier aus? Da haben wir 3,6 Volt geteilt durch 30 Ampere und das erlaubt uns einen Widerstand von 0,12 Ohm. Ja. Wir sehen also, hier liegen wir mit dem Widerstand das Vierfache tiefer, ja, als beim Stacking, ja, dass wir hier die sicheren Werte verwenden können, dass wir hier die Entwicklung sicher verwenden können. Ja. Ist alles sonst der gleiche Akku, nur die Anordnung hat sich geändert. Deswegen finde ich persönlich, ja, die Parallelanordnung schon interessanter, ne, weil sie halt sehr tief gewickelt werden kann. Das einzige Problem ist halt, dass wir auch sehr tief wickeln müssen, um überhaupt auf diese hohen Wattzahlen zu kommen. Ja, die ist zwar sehr sicher in ihrer Anordnung, ja, weil wir können mit unserer Wicklung sehr tief runtergehen, aber an einem gewissen Punkt, wenn man, sag ich mal, schon sehr dicke Drähte verwendet hat, die sowieso schon sehr niederohmig sind, kann man da nicht mehr besonders viel rauskitzeln, weil wir halt irgendwann an ein Ende kommen, was wir an Draht noch vernünftig verarbeiten können. Ja, da hat natürlich dann das Stacking den Vorteil, dass wir mit, ja, relativ zivilen Wicklungen noch recht hohe Leistungen erhalten können. Ja, da kann natürlich jeder sich überlegen, was er will. Allein das Angebot von Stacking-Geräten ist um einiges größer als von Parallelgeräten. Das ist natürlich schon an sich ein Argument dafür, sich vor allen Dingen mit Stacking auseinanderzusetzen. Und parallel, ja, wenn man da was Interessantes findet, kann man da gerne zugreifen. Es ist halt die Frage, wo man hin will. Will man eher zwar hohe, aber doch noch zivile Leistungen sicher fahren, ist der Parallelbetrieb schöner. Will man, ja, richtig, richtig viel Power auf eher zivile Wicklungen bringen, ist das Stacking das Interessante. Ja, das soweit zu dem Thema mehrere Akkus in einem Dampfgerät. Das war mir halt noch wichtig, das an den Mann zu bringen. Wenn ihr euch mit der ganzen Rechnerei nicht beschäftigen wollt, dann nehmt ihr hier so eine geregelte Box. Wenn euch das Rechnen nicht so schwer fällt, es gibt für all das Ganze natürlich auch entsprechende Rechner online, die ihr verwenden könnt, ja, die euch diese ganze Geschichte durch Eingabe der wichtigen Zahlen, sprich Strom, Menge, Spannung, Widerstand, komplett ausrechnen, ja, und euch dann angeben, was dabei herauskommt. Ich werde euch ein oder zwei von diesen Rechnern auch unten in der Infobox verlinken. Den könnt ihr dann natürlich auch benutzen. Wie gesagt, ihr müsst diese ganze Rechnerei praktisch nur einmal für ein Akkupärchen machen.
Akku-Pärchen hält ja locker ein Jahr durch, wenn ihr es pflegig behandelt. Und dann geht das Ganze sehr gut. Wenn ihr natürlich dann immer die gleichen Akkus kauft, dann müsst ihr sowieso nur einmal die ganze Geschichte ausrechnen und ihr habt es dann immer und müsstet es halt nur machen, wenn ihr wirklich den Akkutypus wechselt, dass ihr da halt auf andere Werte kommt. Ja, wenn ihr sowieso, sag ich mal, ein bisschen wegbleibt von dieser Ultimo-Grenze hier, dann könnt ihr sowieso das Ganze auch noch etwas lockerer haben. Und je näher ihr an diese harte Grenze geht, desto wichtiger ist halt, das vorher auszurechnen. Ja, sei es jetzt selber im Kopf oder per Online-Rechnung. Ja, das möchte ich euch da einfach ans Herz legen. Ja, sucht euch das Dampfgerät aus, was euch gefällt. Habt ihr noch Fragen dazu? Anmerkungen, wie immer. Unten ist die Kommentarbox. Könnt ihr euch austoben. Ich dampfe in der Weile und dann heißt es vielleicht auch beim nächsten Mal. Man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein Gasgewind.